Ich denke mir bei sowas regelmäßig das hier. Deine Tränen sind wie Sterne, ein Firmament der Unfähigkeit. Ja, weil ich liebe diese passive Aggressivität. Das ist sehr Ja, schön. ne? Seid ihr bereit? Aber Aber sowas von. sowas von. Aber sowas von. Ja, dann schauen wir doch mal, was der Matthias uns heute mitgebracht hat. Nur Rugbox. gute Sachen. Nur, Wir hatten ja. ja von Just in Case, hatten wir ja Das. ein sehr lustiges Encounter, so vor irgendwie 4, 5 Wochen. Das wurde hier mal in die andere Richtung gezogen, nämlich ja, ein Case, was parametrisiert ist, was bedeutet, man kann sich das so groß oder klein drucken, wie man möchte. Was immer wieder auch gerade kommt, in, wie verpacke ich eine Sache ordentlich, wie bringe ich eine Sache ordentlich von A nach B. Und dieses Case schaut so aus, als ob die es ernst meinen. Ja. Ja. Ist eine Ja. schöne Sache. Auch wenn ich jetzt nicht direkt wüsste, wofür ich es brauche. Aber es ist sicherlich auch kein Fehler, es Basti, just in gespeichert zu case. haben. Ja. Ja, Basti, so ein, also klassisch, wenn du überlegst, du willst mal losgehen und hast mal Bock, deine Kamera mitzunehmen. Das wäre halt so ein klassischer Fall. Das stimmt, ja. Noch Und du eine willst es vernünftige nicht einfach nur in den Schaumstoffeinlage rein Rucksack. und dann Ja, zack, rein ja. mit dem Ding. Zum Ja. Beispiel. Die Nummer zwei, Delicious Oreo. Ja. Also es gibt ja die Fraktion, und das sieht man auch auf diesem Foto, auf dem allerersten oder auf dem zweiten auch. Das ist ein ja, Schrank von einem großen schwedischen Möbelhersteller. Und da gibt es ganz viele Leute, die anfangen, sich daran Spaß zu machen, das zumindest ein bisschen individuell hinzukriegen. Und ich fand es einfach so gut, hier mal so ein bisschen out of the box zu denken und so ein bisschen diese spielerische Sache reinzubringen, aber gleichzeitig halt auch was, was nicht standardmäßig überall zu finden ist. Und das muss ja kein Kick sein, den man hier nutzt. Der geneigte Schwabe würde das vielleicht mit Maultäschle machen. Aber man findet auf jeden Fall irgendetwas, was man hier zweckentfremden kann, sodass halt so eine Kommode etwas mehr Persönlichkeit kriegt. Ja, finde ich eine schöne Idee. Ja. Also bei mir wäre es jetzt auch kein Keks, aber und Vielleicht vielleicht auch ein keine Maultasche. Millennium-Falken oder so, den man dann. Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten, glaube ich. Ja. Vielleicht wäre es auch ein Pinguin ganz, ganz platt. Aber Also. ein Keks ist doch mit Kindern auch gefährlich oder so, dass die da nicht dran stehen, dran Ja, rumnagen an dem Keks. also. Man nennt es ja die orale Phase, wo dann Kinder einfach alles in den Mund nehmen. Und wenn es Ist ja dann auch noch wie ein festgeschraubt. Keks aussieht, ja, festgeschraubt. Ich kann dir nur sagen, dass das auf jeden Fall auf Herz und Nieren geprüft wird, so ein Knauf. Da kann der TÜV einpacken. Ja, da brauchst den TÜV hast du praktisch 24/7 dann im Haus. Das habe ich mir vor Also. kurzem gedacht, als ich mir mal so Gedanken gemacht habe über Rucksäcke und dann, was ich mit so einem Rucksack tue und dass der stabil war. Und dann waren wir aber unterwegs und da war da halt so ein kleines Kind, was seinen Rucksack so hinter sich hergeschliffen hat und am Boden. Da dachte ich mir so, das ist mein Härtetest. Auch nicht schlecht, ja. Also, wie gesagt, man hat den TÜV dann eigentlich ständig im Haus, ja, was das Thema angeht. Ansonsten finde ich das eine super Idee, aber vielleicht eher dann für Schränke, die außerhalb der Reichweite sind. Oder man wartet einfach, bis die orale Phase rum ist. Oder das. Das ist vermutlich auch nichts für Oh. die orale Phase, weil wenn man dort das kleine Rentier abbeißt, das bleibt definitiv irgendwo stecken. Aber wir begeben uns ja Richtung Weihnachten und Ja. ich fand es super cool, mit ganz, ganz kleinen Mitteln hier einfach eine sehr individualisierte Weihnachtsdeko zu machen, die, wo ich selbst als normalerweise Staubfänger-Fraktion sagen würde, hat seine Daseinsberechtigung. Ja, also ich finde es eigentlich auch ganz hübsch. Aber jetzt auch nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass ich bin jetzt nicht so Deko-verrückt, dass ich sage, das muss ich haben, aber ich finde es schön umgesetzt. Du hast doch nicht jetzt hier die kleine Lichterkette nebenbei bestellt, während wir hier aufnehmen. Okay, habe ich verstanden. Ich nicht, nein, nein. Nein. Also ich Also bin mir sicher, dass Matthias die schon bei sich auf Lager hat. Wahrscheinlich hast du damit vielleicht nicht ganz unrecht. Was ich das Schöne daran fand, ist, dass es mal ein Elektroprojekt ist, wo man weder löten muss, noch eigene Kabel crimpen muss, noch keine Ahnung was tun muss, sondern du kannst dir alles im
Laden kaufen. Du musst es einfach nur zusammenkleben, vom Drucker runternehmen zuerst vielleicht und dann passt das einfach. Also es ist ein sehr schönes Bastelprojekt, wo ich sage, ich kann so ein bisschen mal in diese Lampen-LED-Welt reingehen, ohne dass ich sofort irgendwie den großen Lötkoffer auspacken muss. Cool. Ja, finde ich cool. Ja, finde ich. Mit diesem Hinweis finde ich es sogar noch einen Tick cooler. Ja, weil es, glaube ich, auch für viele dann nahbarer ist, also was so die Machbarkeit angeht. Ja, ja, ich glaube sowieso, dass das ein großes Thema ist, dass viele Leute Bock hätten, mehr so kleine Sachen zu bauen, aber das Löten scheuen. Das habe ich daran zum Beispiel erkannt, dass hier für einen meiner Bässe, da ist es ja auch so, wenn du dort die Tonabnehmer verändern willst, dann musst du das alles rauslöten und ne, auch die ganzen einzelnen Potis und so, das muss alles gelötet werden. Und da gibt es einen Hersteller, der gedacht hat, ja, das finden Leute blöd und hat das einfach wirklich komplett zum Stecken gemacht. Also hat einfach ein Stecksystem entwickelt, dass du diese, einfach so eine Steckverbinder hast, die du da reinpackst und du kannst das alles zusammenstecken, hast einen Plan, fertig, Ende, brauchst nichts löten, geht. Kann ich mir vorstellen, ja, kein Bock auf Löten und trotzdem basteln, ja. Also gibt es sogar auch im Musikbusiness Firmen, die tatsächlich vom Kunden her denken. Ich bin total geflasht. Fand also, ich auch, krasse Sache, ja. Also ja. Das finde ich ein schönes Beispiel, ja. Vielen Dank dafür. Rock Climbing Hold Cabinet. Draw Knobs Small. So, um den Ball von der oralen Phase jetzt aufzugreifen. Ich glaube, danach kommt die Krabbel- und die Bewegungsphase. Und zu Hause sich mal kurz eine kleine eigene Kletterwand zu bauen. Ob man das jetzt hier als Griffe nutzen muss oder irgendwie möchte, dass das ganze Ding nachher mit umfliegt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber diese Grundidee zu sagen, ich kann mir Kletterhaken oder Kletterstücke oder wie die auch immer heißen, selbst drucken und somit meinen Kindern so ein bisschen Erlebnis zu Hause bieten, fand ich einfach mega cool. Kleiner Haftungsausschluss. Wir übernehmen keine Gewährleistung, keine Garantie, kein gar nichts für irgendwelche Unfälle, die bei euch zu Hause passieren. Abgestürzte Menschen, Verletzungen, was auch immer. Das ist einfach nur eine Idee, die wir hier diskutieren. Ja. Und ich halte das für höchst gefährlich, das noch zu fördern, dass Kinder auf kippbare Gegenstände klettern. Hoffen wir mal, dass es einfach an der Wand fixiert ist. Aber genauso, dass man da an Schubladen das dran macht, bitte nicht mit kleinen Kindern, auf gar keinen Fall. Es können ja auch Erwachsene sein. Wenn es Erwachsene sind und es sind welche, die praktisch eigentlich auch nie zu Hause sind, sondern eigentlich nur klettern. Ich habe solche in der Familie und da könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Aber überall anders mit kleinen Kindern, auf gar keinen Fall, bitte. Ja, dann nimm jetzt bitte vielleicht mal das allererste Foto, was man hier gerade sieht. Das ist sehr unverfänglich. Und wenn wir uns jetzt einfach eine Platte an der Wand vorstellen und eine 25 cm dicke Matratze, die darunter liegt und darüber liegt nochmal eine 25 cm Matratze und das Ding ist maximal einen Meter hoch, dann bist du damit, glaube ich, Papa des Jahres. Also ich gebe euch total den Punkt, dass dieses Bild mit diesem Regal, mit dieser Kommode absolut verfänglich ist und dass man das keinstenfalls als Möbelknopf nutzen sollte. Aber als Grundidee, das auf an ein Brett an eine Wand zu packen, was nicht so hoch ist, ich würde es mega feiern. Denke ich auch. Lass mal. Also was ich auch total gut finden würde oder was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass Matthias, ich meine, du hast jetzt ja auch noch Dachschrägen. Und viele Leute fahren in die Boulderhalle, um irgendwie kurz nochmal ein bisschen was zu tun. Und dann ein bisschen bouldern kannst du dann bei höheren Decken auch zu Hause machen. Da musst du nicht unbedingt Kinder für haben. Ich glaube, da sind auch viele Erwachsene für zu begeistern, um einfach mal so einen Überhang an der Decke zu klettern. Ich bin mir nicht so sicher, was so die Punktlast auf so einer Regipsplatte, die da an der Decke hängt, schräg, wirklich aushält. Ich schätze mal meine 85 Kilo nicht. Wie Basti schon gesagt hat, wir übernehmen keine Haftung. Genau. Und der TÜV ist immer im Haus. Und da hast du dann einen sehr guten TÜV, der dann rausfinden wird, was versagt als erstes. Das 3D-Druckteil oder die Regipsplatte. Weil die Schraube wird es nicht sein. Oder die Holzunterkonstruktion, es kommt alles runter, du weißt es nicht. Es könnte ja alles sein. Oh ja, je nachdem, wie alt das Haus ist, vielleicht gleich der halbe Dachstuhl. Wir werden sehen. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht.
Also, aber ich meine, also das kann wirklich das passieren, wenn du so einen Überhang mit einem leichten Sprung kletterst oder so und dann oben an der Decke hängst. Okay, lassen wir es besser. Komm, mach weiter. Quick Setup Drill Depth Guide. No tools required. Jetzt, Matthias. Also jetzt haben wir eine kleine Kombination, nämlich wir könnten die Box, die als allererstes zu sehen. Ich wollte gerade sagen, das hast du doch alles kombiniert hier, du Fuchs. Ja, das fügt sich auch alles zusammen. Nein, also das Problem ist, je nachdem, wie tief man bohren muss, braucht man meist irgendwas, was das Ganze limitiert. Ich bin dann meist immer so ein Fuchs und nehme mir hier so ein Isolierband, messe das vorher ab und klebe das dann hin. Aber nach dem fünften oder sechsten Loch, was man bohrt, ist das dann auch meist hinüber. Ja. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, mit extrem wenig Aufwand sich diesem Problem zu entledigen. Ist auf jeden Fall gut, ist auf jeden Fall gut. Dazu kommt ja auch noch, wenn du das mit einer Bohrmaschine machst, dann hast du ja meistens so einen Aufsatz oben drauf, wo du dann eh das einstellen kannst. Mhm. Aber viele Leute bohren einfach mittlerweile mit einem Akkuschrauber und die haben das in den seltensten Fällen. Ne? Gerade die preisgünstigeren Modelle auf gar keinen Fall. Und da ist das einfach ein super kleines Tool. Also ja, also ich musste auch direkt an meine Bohrmaschine mit dieser mit diesem Maßding denken und ich bohre nur so. Deswegen ist es für mich eher so, okay, gut, wenn man das braucht. Aber also ich verstehe auch die Leute, die nur mit einem Akkubohrer bohren. Ich bohre extrem viel mit meinem Akkubohrer, weil der halt ordentlich Power hat und weil man halt nicht immer die große rote Marke braucht, die sämtliches Haus zum Abbruch bringt. Wenn du das halt nicht, auch so nicht Matthias, aus der Schweiz, jawohl, okay. Ja. Ja, also wenn du jetzt nicht unbedingt im Stahlbeton erlebst, also wenn man nicht unbedingt im Stahlbetonbunker erlebt, dann kann man auch sehr viel mit dem Akkuschrauber arbeiten, ja. Mhm. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Mhm. Ja. Aber ich fühle mich dann immer wie ein richtiger Handwerker, wenn ich mit so einer Bohrmaschine arbeite. Das ist, halt, ist das Ding, ja, das ist einfach das Gefühl, ja. Ja, also so eine richtige Schlagbohrmaschine, da fühlt man sich auch wieder wie ein Mensch danach. Also es ist halt schon so. Wobei man sagen muss, die Schlagbohrmaschine ist ja auch meistens Quatsch, weil entweder hast du, bohrst du so in den Putz rein, oder? Und etwas erweiterten Putz, da reicht der Akkuschrauber mit ein bisschen Power völlig aus. Ganz sicher. Oder du hast aber das Problem, dass du einfach wirklich Betonwände oder extrem feste Ziegel hast und dann kommst du mit so normalen mit so einer normalen Schlagbohrmaschine nämlich auch nicht weit, dann braucht es nämlich schon wieder meistens einen Bohrhammer oder so. Und ich finde, insofern ist das so ein Zwischenprodukt, was jetzt sich total gut anfühlt, aber die Nische ist für die meisten Menschen. Da wir heute sehr viel über Haftung reden, bitte dein Gehörschutz nicht vergessen. Okay. Und eine Brille eigentlich auch. Ja, die Brille ist der Stabschutz. Also wenn ihr über Kopf bohrt, bitte passt auf mit eurem Rücken. Ja. Und genauso, wenn ihr mehrere Löcher bohrt, dann auch einen Mundschutz aufsetzen, weil es entsteht auch sehr viel Staub dabei. Selbst wenn ihr zeitnah das absaugt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Auch an euch zwei. An alle unsere Zuschauer, vielen Dank, dass ihr zuschaut. Frohe Weihnachten, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Wenn ihr auf LinkedIn unterwegs seid, folgt unserem Hashtag die 300 Druckstelle oder auf YouTube abonniert ihr bitte diesen Kanal und dann könnt ihr auch alle zukünftigen Folgen angucken. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Ciao.